Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Royal P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns auf die Suche nach Vault 81 gemacht. Also, wir haben uns nicht nach Vault 81 auf die Suche gemacht. Aber wir haben uns auf den Vault auf die Suche gemacht und wir haben gefunden Vault 81. Ja, die wollen drei Fusionskerne von uns haben. Ich hoffe, die nehmen natürlich die Komm gebrauchten, schon, weil Brad. sonst Meine Leute arbeiten seit nicht Wochen gut. doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher. Willkommen in Vault 81. Jo, Ich was hätte geht? wirklich nicht erwartet, dass du einen Vault-Anzug trägst. Kommst du aus einem der Vaults? Hab's Ist doch der noch gerade gesagt. funktionstüchtig? Also im letzten Part. Es gleicht eher einem Friedhof. Es gibt kaum Überlebende. Himmel, das tut mir leid. Was ist dort geschehen? Sie hatten uns in Kapseln in einen Kälteschlaf versetzt. Aber es gab eine Fehlfunktion. Oh mein Gott, all diese Leben verloren wegen einer Fehlfunktion? Unfassbar. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten Wir wissen beiden aber, was genau da Jahrhunderten am passiert ist. Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten Ja, das hast. ist echt Danke, das habe beeindruckend. ich dem Aufseher vor Wenn mir man zu bedingt, was in verdanken. allen anderen Hier Vaults bis wären jetzt mal einige passiert anderer ist. Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Ihr solltet vorsichtig sein. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Genau aus dem Grund verlassen wir uns auf einige ausgewählte Händler. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Ja. Natürlich, hier sind sie. Danke. Dr. Pensky wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Jo. Was ich von dir erwarte, zwei Das war's? Bestes Benehmen. Kann doch nicht schon alles gewesen sein. Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Bin hier, um ein bisschen Handel zu treiben. Na dann beeil dich. Muss nicht sein, dass Leute wie du hier rumlungern. Na, du bist mir ja ein Sonnenschein. Hältst du dich für witzig? Genau das ist der Grund, warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben. Ja. Habt ihr so ein paar Anzüge? Ich hätte gerne einen Anzug von dieser Vault. Du siehst fast genauso aus wie ich. Oh, jemand von draußen in einem Vault-Anzug. Sowas sieht man nicht alle Tage. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Da ist es ziemlich gefährlich. Du würdest keinen Tag überleben. Genau das befürchte ich ja. Zumindest wird 81 noch eine Weile stehen, so wie Aufseher McNamara uns derzeit schuften lässt. Scheiß auf die Arbeit. Hoffentlich bekommt ihr Leute wenigstens Pausen. Man kann ja nicht rund um die Uhr arbeiten. Sag bloß. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut. Ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Jo. Ich kann ja rumlaufen, ne? Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Ich hab Strahlung. Wow, du kommst aus einem der anderen Vaults. Dann haben ja zumindest ein paar von denen überlebt. Ja. Hey, Ashes. Was machst du denn hier oben? Du hast nun den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Ja, kaum zu glauben, dass noch nie jemand auf mich losgekommen ist. Ist das da dein Pip-Boy? Ich hoffe mal, ja.
Theoretisch ist das nicht meiner, nein. Habe ich jemanden abgenommen, der seinen nicht mehr gebrauchen konnte. Ich sehe irgendwie kommen, dass im Laufe der Zeit, die ich hier bin, irgendwie dieser Ort angegriffen wird oder so. Guck mal, wie es da unten aussieht. Jetzt gab es irgendwie noch nicht so was wie. Ach ja, ich soll klauen, ne? Das würde ihm gefallen, glaube ich. Weil er macht irgendwie lange keine Sachen, irgendwie so Anzeichen darauf, dass irgendwas gefällt oder so. Also das stimmt zu oder was weiß ich. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Mach's umsonst. Klar, aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Wir fangen Ja. hier an. Mir so ein Rotzke abziehen, ja. Ja, bevor ich warte auf dich. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Erin und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Worüber streiten Sie sich denn? Eigentlich darf ich es nicht sagen. Aber Mr. Combs schläft angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Na. Oh, er guckt er wütend. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Mein Wasser. We need you. Ja, natürlich. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Wie ist das Essen? Abgesehen von den Törtchen. Ich mag's. Mrs. Somerset gibt mir immer einen Nachschlag. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Kämmen. Oma zwingt mich dazu. Was? Ich hoffe, hier passiert noch irgendwas. Ja, steht eine Puppe oben. Warte mal. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Könnte er auch mir eine Frisur verpassen? Natürlich. Er kann so gut wie jede Frisur zaubern. Ich wollte einen Totenkopf, aber Oma hat's nicht erlaubt. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Nett. Was eine neue Tätowierung freigeschaltet. Okay, cool. Warum geht mein PC auf einmal so ab? Genau, mal weg. Sind jung da durch.
haben ein Willkommensgeschenk gebracht. Was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein, Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Komm schon, beeil dich! Warum leuchten deine Haare? Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest? Nein. Du gehst? Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. Hey. Hey, Austin. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es ums Essen geht. Unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Na super. Weil er so weggerannt ist, ey. Leck mich. Oh, das Gold. Okay, ist alles umgefallen. Ne? Ich will eine Führung auch gar nicht hören. Ja, ich will aber irgendwas zu tun geben noch. Pass auf dich auf, guter Mann. Danke, guter Mann. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wird nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ah, sehr gut. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Ah, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Ja, nimm meinen rechten Arm. Dann nehme ich dir Blut ab. Oh, hier? Setz dich hier hin. Es dauert nur einen Moment. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsythe bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Super, dann schau. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche einzigartigen Waffen oder so finde. Aber gucken. Jetzt ist das hier richtig langweilig. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist irgendwie gar nichts. Wo waren wir jetzt noch? Wo waren wir noch nicht? Ich dachte, da kommt ein bisschen Action oder so. Ja, einfach zu. Nein. Ja, es hat dir gefallen, ne? Du bist krank. Ein Jet wird hier niemand vermissen. Eine verdammte Droge. Mach die ganze Zeit die Dinger hinter mir zu. Den automatisch zu. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Katie! Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja. Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Ich würde sehr gerne zu ihnen sprechen. Hervorragend! Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Hahaha.
Ja, wäre doch schön. Da würde ich mal so was von gern machen. Dann mach mal Unterricht, bitte. Würde ich gerne machen. Kinder, meine Weisheiten beibringen. Das ist doch genau das, was mir noch gefehlt hat. Dann kann ich das jetzt schon machen. Hey, Katie. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Ja, dann mach mal Unterricht oder so. Ich würde gerne machen. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Hallo, Holt. Du bist also der Neue. Hab schon gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Ja, werden wir wohl. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Sehr freut mich. Katie Pinn ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. Gerne. Ich glaube, die ist tot. Er schläft mit offenen Augen. Hi. Stell dich auf. Ich will mit dir reden. Schau am besten morgens vorbei, wenn du etwas aus dem Versorgungslager brauchst. Ich habe einen Ehemann, der voll im Saft steht, sich aber weigert zu helfen. Okay, halt. Jetzt halt jeden irgendwie, der dich anspricht. Ich darf nicht vergessen, die Lampe morgen vor der Arbeit abzugeben. Dr. Pensky? Es ist schön, mal aus dem Labor raus zu sein. Ist mir irgendwie zu friedlich. Ich traue dem Frieden nicht. Hier wird noch irgendwas passieren. Sieht schon wichtig aus. Setzen wir jetzt irgendwo hin und warte, bis ein Unterricht beginnt. Okay, da kann ich mich wahrscheinlich nicht hinsetzen, ne? Ob ich einen Troll hier will? Einen ganzen Sack voll sogar. Gibt es irgendwo einen Stuhl? Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Immer was für dich. Ich brauche irgendwas zum Sitzen, da kann ich nicht warten. Erwartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Das ist auch direkt hier. So, wie spät haben wir denn? So 7, 8 Uhr, Schule, ne? Ah, wo ist denn jetzt nochmal die Schule? Okay, Kinder sind hier. Cool, jemand von draußen in einem Vault-Anzug. Mama sagt, dass es zu gefährlich ist, draußen zu spielen. Ich kann da sehen, wo sich sie befindet, ne? Also wenn sie sich wegbewegt, dann wahrscheinlich der Unterricht, hat der Unterricht begonnen, ne? Ich sehe sie von hier aus nicht. Da. Ah. Oh, cool. Okay. War mal meinen. Ding jetzt ab.
Alles klar, klasse, macht euch bereit. Meine epische Rede. Über 10 überträgst du in die nächste Spalte. Zwei Leute. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Komm, Leute. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Oma ist ziemlich toll. Zumindest mir gegenüber. Auf keinen Fall. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Todeskrallen sind sehr gefährlich. Es war ein harter Kampf. Wie hast du sie erledigt? Bloßen Händen. Haben Preston in Falle gelockt, was? Nun? Was hat denn das mit Dings zu tun? Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Pistole mit 3 Kugeln. Ich war nicht darauf vorbereitet, als die Todeskralle rausgekrochen kam. Gott sei Dank hatte ich die Powerrüstung. Das klingt gruselig. Ich war schwer verletzt. Aber Preston und ich hatten das Vieh erledigt. Wow. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen Dauer 5% mehr Schaden. Geil. Okay. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen gespannt. Will mal die anderen, Dialogsachen mal sehen, hören. 3 Schüsse. Oma sagt, dass ich ein Fass ohne Boden bin, wenn es um Essen geht. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Jo. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Ja, nur mit einer Pistole und 3 Kugeln bewaffnet. Wirklich? Raider hatten das Museum umstellt, in dem sich mein Freund Preston versteckt hatte. Ich musste sie alle mit bloßen Händen töten. Nur mit den Händen? Wirklich? Preston hatte solche Angst, dass ich den Rest der Raider alleine mit einem Billardkö besiegen musste. Unmöglich. Mit einem Billardkö? Was? Der ist doch, glaube ich, auch jetzt ein Begleiter. Ja, was wäre, wenn ich den mitgenommen hätte? Als die Todeskralle rausgekrochen kam, schnappte ich mir eine der Pistolen des Raiders. Aber die hatte nur 3 Kugeln. Ich wäre weggerannt. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Wow, du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Ja. Bleiben wir bei der Geschichte. Aber ich glaube, den kann man da auch als Begleiter jetzt mitnehmen, den Preston. Ne, was wäre denn passiert, wenn ich den mitgenommen hätte, wenn ich das gesagt hätte? Wäre irgendwie geil gewesen. So, wo ist denn der Aufseher? Mal zum Generator vielleicht. Irgendwas wird ja wohl noch passieren. Was ein paar. Was?
Aber auf einmal so viele Leute reden, geil. Hey, könnt ihr euch beide bitte verziehen? Ihr killt hier gerade voll die Vibes. So. Gut, lass dich ruhig erwischen. Dann wirst du dich nicht entscheiden müssen zu gehen, weil das Aufseher McNamara dann für dich entscheidet. Hey, Besucher von draußen, wenn dich mein nichtsnutziger Bruder nach Jet fragt, sag ihm, er soll Leine ziehen. Schon in Ordnung? Weißt du, er ist ein Junkie und wird unvorsichtig. Wenn er erwischt wird, bekommen wir beide Ärger. Und so sehr ich dieses Büchsenparadies... Packende Action im Hintergrund. ...so will ich nicht gehen. Wenn er süchtig ist, solltest du ihm helfen, clean zu werden. Ich hab's ja schon versucht. Ich hab ihn eine Woche lang eingesperrt. Nach 2 Tagen hat er wieder was genommen. Ich gebe ja zu, dass ich auch schuld daran bin. Bobby bekommt seine Kälte. Bitte über mich? Ich halte ihn an der kurzen Leine. Aber jetzt reicht's. Von mir bekommt der faule Sack nichts mehr. Gut, das ist der erste Schritt, um deinem Bruder zu helfen. Das hätte ich schon lange tun sollen. Aber hier ist alles nicht so einfach. Was ist denn passiert? Was denn? Da kommt Ärger. Was denn? Ich? Was hab ich denn gemacht? Verschwinde! Wir werden dich töten, wenn's sein muss. Ah, was hab ich denn gemacht? Hab ich nicht zum Generator? Hallo Rachel. Alles in Ordnung? Ich kann mir das auch mal ansehen. Jetzt gerade nicht. Also gut. Warum? Was habe ich denn getan? Warte jetzt. Aber verdammt, das war noch vor der Geschichte, oder? Ich glaube, ich gehe zum Overseer dann. Aufseher meine ich. Dann Overseer, das hängt bei mir im Kopf drin jetzt. Geh ihm nicht da rein. Ich weiß, seine Konsequenzen stellen und so, aber dann auch nur, wenn ich sie treffe, ne? Also wenn ich nicht weiß, was hier los ist, dann will ich auch nicht angegriffen werden. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Ich hoffe mal, dass dieser hier mein da dir gehört. Da, wo ist der? Ja, da. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt so. Ist das da dein Pip-Boy? Ich hoffe mal ja. Kann ich hier durch? Und hat... Wie auf mich losgeht? Wahrscheinlich wird es da irgendwas zu tun geben. Ich sage, dass er hier so friedlich ist und nichts zu tun gibt. Gute Arbeit. Und jetzt verschwinden wir von hier. Du kannst dir ruhig die meisten Dienstleistungen nutzen, die wir hier anzubieten haben. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Okay, warte nicht, er mir Blut abgenommen hat. Ist echt nichts zu erledigen. Ist eine Weile her, dass uns das letzte Mal jemand aus dem Commonwealth besucht hat. Ah, ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth... Achso, du willst auch Friseur, ey. Das ist dann wohl ein Nein. Hast du heute eine neue Offenbar hat Alexis das ist dann wohl ein Nein. Und ich weiß doch, wie ungern du die Kleinen enttäuscht. Marcus William Somerset, glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen sind für Calvin und seine Jungs. Was? Niemand hat im Moment
etwas Süßes mehr verdient als ich. Okay, ich glaube, wir können aus dem Wort wieder raus. Weil hier ist echt nichts zu tun. Vielleicht muss ich ja irgendwann mal hier rein. So storymäßig oder so, aber Mensch scheint hier gehende Leere zu sein. Also gehen wir wieder, ne? Guter Plan, okay. Dann kann ich ja einen Part beenden. Ich warte erstmal, bis ich ganz draußen bin. Dann kommt hier irgendwie was, wenn ich hier rausgehe oder so. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Gibt's leider keine Wackelpuppe. Wir haben zwei Magazine gefunden. Einmal für ein Tattoo und einmal... Trägst du deinen Bolt-Anzug auch im Commonwealth? Oder nur, wenn du uns besuchst? Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Ja, da werde ich auch aus Queen nochmal nachgucken, ob sich da lohnt, irgendwie was zu kaufen. Aber ich würde dann sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.